Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Tja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ja, das kommt ja luftlinientechnisch hin, ne? Probieren mal die Story schon wieder weiter zu spielen. Haben wir einen weiten Sprungweg vor uns dafür. Wollen mal sehen, wie wir hier jetzt so weitermachen können. Aufgerüstet haben müsste ich ja derweil erstmal genug eigentlich. Auch wenn manche Piraten ziemlich schwierig sind, das zu überleben. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, was kommst du denn auch in meine Flugbahn, ne? Naja. Tja, da jetzt rüber springen. Ich hoffe, das war jetzt nicht Fail, weil die Terminal-Missionen hier genauso schwierig sind wie woanders auch und ich vielleicht noch nicht die Geduld hatte, das wäre jetzt ärgerlich. Aber ich bin jetzt halt nur eh schon einen gewissen Weg gegangen. Pirat. Ja, dann komm. Money brauchen wir eh wieder, insofern kommt mal ran. Voll erledigt. Können wir direkt weiter. Jetzt erstmal lange Wege vor uns. Ne? Und immer Piraten. Den automatischen Geschützschirm, das ist natürlich ganz nett, ne? Können immer zwei gleichzeitig anfallen. Wenn man es gerade richtig hat, so man. Rumpelt aber. So, darüber erstmal. Was auch immer da abgeht mit den Containern. Das ist bestimmt so eine Militäraktion. Ja, ich muss dorthin.
Ja, da wird fleißig geschossen, da sind auch Piraten. Mal gucken, ob ich schnell genug da bin. Dann kann ich da helfen und verdiene ein wenig. Die Piraten etwa im Vorteil, wie das da rumbumst. Befehl nicht ausgeführt. Gut Geld verdienen mit, ne? Kann man machen. Gegen Piraten angehen ist wohl immer eine gute Sache. Und das gibt Action. So, da hoch. Und gleich wieder weiter. So, jetzt kommen wir da hin, ne? Und dann geht's da jetzt weiter. Wir wollen ja endlich die Story weiterspielen, wenn das soweit möglich ist. Beziehungsweise für die Story, ne? So, wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Wir kommen jetzt hier an und kriegen wahrscheinlich neue Navigationsdaten, das habe ich mir gedacht. Maximuschka, alles klar. Tja. Und am besten würde ich sagen, landen wir erstmal auf der Handelsstation. Sicherlich eine Sidequest begegnen oder sowas. Nehme ich mal an. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einfach so darüber kommen in das andere System. Die drei. Mhm. Siegensreiche Grüße. Nach langen und intensiven Debatten mit den wichtigsten Sektenoberen ist es uns. Ein Schlüssel für ein verstecktes System. Das können wir mit Sicherheit gebrauchen. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Alles ist bereit. Die Götter haben das Eintreffen von mehreren Frachtern vorhergesagt. Der erste wird in etwa einer Minute aus dem Hyperraum treten. Kein Problem. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Alle Frachter gehen übrigens davon aus, dass wir ihnen Schutz geben. Daher wird keiner von ihnen seine Fracht fallen lassen. Sollten wir dieses Versprechen nicht halten können, wird kein Frachter mehr unser System betreten. Geht wieder mal um Piraten. Okay. Da ist schon der erste Frachter. Sorgen Sie dafür, dass er die Station sicher erreicht.
ich vielleicht besser direkt zu diesem Sprungtor hin, ne? Weil da kommt er ja nun mal her. Jetzt habe ich hier einen weiten Weg vor mir und ja, da sind Piraten unterwegs, das ist auch klasse. Achtung, das sind schon die ersten Piraten. Sie halten direkt auf den Frachter zu. Beschützen Sie ihn. Warum dauert das hier so lange? Gott kennt Erbarmen, ich nicht. Ich bin dir auf den Fersen. Antwortet aber nicht, ne? Der dritte Frachter hat den Hyperraum verlassen. Ich soll das so leicht sehen hier? Aber mal gespannt sein. Wir starten eine Patrouille, um sie zu unterstützen. Mehr können wir leider nicht tun. Das ist ja nett. Ein guter Anfang. Der erste Frachter ist sicher an der Station angekommen. Das war die erste Gruppe. Bin mal gespannt, wie viele da noch kommen. Lief er bisher ganz gut. Mit ihren 300, ja, da erinnere ich mich auch noch. Ziemlich fail, diese Typen, aber naja, gut. Aufgetaucht. Und wieder welche erledigt. Ein weiterer Frachter hat den Flug ohne größere Schäden überstanden. Cool. Ein weiterer Frachter hat die Station sicher erreicht.
Alienschiff erwischt. Jetzt sind wir wieder allein. Oh shit. Die hätten wir jetzt auch erledigt. So, das sollten jetzt aber die letzten gewesen sein. Die 300 mögen sie segnen. Sie haben es geschafft. Die Belohnung haben sie sich mehr als verdient. Der Rat hat übrigens beschlossen, ihnen einen Bonus zu gewähren. Hinter der Station finden sie die beste und neueste Waffe, die mir zur Verfügung steht. Nett. Das ist sogar sehr nett. Und wir haben einen Schlüssel zu einem System bekommen, ja. Wieder mal Piratensystem, ne? Naja. Erbitte Erlaubnis zum Entladen. Passt mit den geweihten Containern auf. Bin in Warteposition. Dann schnappen wir uns das mal, ne? Ich komme jetzt rein. Sende Ihre Zugangscodes. Verifizierungssequenz Golf Beta 2. Ja, dann landen wir mal eben und schauen uns noch die Waffe eben an. Schiff. Was haben wir denn da bekommen? Geheimdienstwaffe MK3. Reduzierte Schilde. Ionenkanone. Okay. Na, dann mal dran damit. Machen wir mal einen Abflug und gucken uns das Ding mal wieder so vor sich hin feuert, wa? Eieiei. Aber das geht aber ab. Das Teil kann wohl was. Tja, dann. Lass auch mal vernünftig auf LP speichern und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Star War.